Müller-Ersatz, Thiago Alcantara schickt die Schalker ohne Punkte nach Hause. So ging es los, neunte Spielminute, der FC Bayern München mit Coco Tolisso und dann ist es eben Thiago Alcantara, der hier nach 9 Minuten die Führung erzielt. Also der erste geht schon mal in Führung, es war ja die Partie zwischen dem ersten und dem zweiten Bayern gegen den FC Schalke 04, Top-Partie hier am Freitagabend und die eröffnet Thiago erstmal super in der Allianz Arena. 24. Spielminute, bisher immer nur die Bayern am Drücker kommen mit der Hereingabe, aber Ralf Herrmann natürlich hellwach vor Robert Lewandowski, Naldo Werder natürlich noch am Absichern, aber sicher ist sicher, also gute Tat hier von Ralf Herrmann. Und dann gucken wir in die 27. Spielminute und sehen, dass Franck Ribéry es immer noch drauf hat, was die Tricks anbelangt. Hier gucken wir, was der Franzose hier mal wieder zaubert. Es ist immer schön, ihm zuzugucken bei Fußballspielen. Und auch hier sehen wir es in der 37. Spielminute, dass der FC Schalke 04 natürlich auch hellwach war. Armin Harid mit der Hereingabe und Manuel Neuer, der Welttorhüter, mit der Parade. Ja, der FC Schalke 04 war ja auch, ja, oder vielmehr der Leon Goretzka stand ja hier im Fokus. Heute mal ausnahmsweise auf beiden Seiten der Teams beim FC Bayern, sowohl beim FC Schalke 04 als auch beim FC Bayern München. Er wird ja am Ende der Saison das Trikot vom FC Bayern München tragen. Und dann gucken wir mal wieder auf Franck Ribéry. Der hat es einfach mal mit seinen Tricks drauf. Hier sehen wir noch einen. Und dann gehen wir auch mal wieder auf die Höhepunkte in der 60. Spielminute, nämlich das war Coleman mit der Reingabe und dann war es auf einmal Robert Lewandowski und alle fragten sich, war der Ball im Tor? Die Torlinientechnik sagt nein. Fährmann hat ihn noch soeben auf der Linie, ja. Genau, aber es war ja richtig knapp, also ist schon richtig, was die Torlinientechnik hier sagt. Fährmann hat ihn gerade noch so bekommen. Und dann gucken wir in die 78. Spielminute. Nochmal der FC Schalke 04. Konopljaka mit der Flanke. Und dann ist es auf einmal Nastasic, der hier aufgerückt ist. Und Manuel Neuer, der Welttorhüter, pariert hier und hält hier die Bayern im Spiel. Und so blieb es auch am Ende. Am Ende blieb es beim 1:0 für die Bayern. Thiago Alcantara, der Thomas Müller-Ersatz, holt die 3 Punkte für den FC Bayern München.